Und damit willkommen zurück zu Sidlaris. Beim letzten Mal haben wir den Großteil der Wikinger erobert und daraus einen eigenen, uns untertänigen Staat erstellt. Leider haben die Wikinger noch ein System mit Kolonien, das müssen wir irgendwann mal gerade biegen, aber noch gilt Waffenstillstand. Außerdem war das schon ein ziemlicher Krampf. Ansonsten, wir haben hier noch zwei Systeme, die ich im Laufe der Zeit gerne erobern möchte. Allein schon hier, da ist Schwarzes Loch. Hier gibt es entweder dunkle Materie oder man könnte einen dunkle Materie-Dekompressor bauen. Wäre vielleicht ein bisschen besser positioniert als hier, vor allem wie hier noch das Vieh rumhängt. Oh, es ist so wunderschön böse. Eines von den beiden Systemen möchte ich auch. Hier ist auch ein schwarzes Loch, aber mit dunkler Materie. Dann würde ich sagen, nämlich tatsächlich das, weil eine meiner Fraktionen gerne eine integrierte Enklave hätte. Einfluss ist also ziemlich unser Hauptproblem, auch wenn wir wieder mal zu wenig Konsumgüter haben. Das biege ich mal eben gerade, das auch. Ein Ziel wäre auch, Cybrex Alpha zu übernehmen, aber im Moment, ich meine, wir haben die Wachmatrix jetzt und wir sehen ja, was die Asiaten alles an Flotten haben. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie haben einfach riesige Flotten und ich sehe das im Moment nicht, dass wir das schaffen. Deshalb müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir unsere Sternentore errichten, damit unsere Flotten sich möglichst frei bewegen können. Und was ich auch noch tun möchte, aber im Moment ist, wie gesagt, Einfluss so ein bisschen unser Problem, wäre, dass wir einen Wissenschaftsexus bauen, damit wir technologisch ein bisschen weiter sind. Außerdem habe ich mir mal im Situationsprotokoll unsere Siegbedingungen angeguckt und wir hängen echt ein bisschen hinterher. Ich meine, es ist nicht super wichtig, aber irgendwie fände ich es schon cool, wenn wir das gewinnen würden. Und die Asiaten und die Mayas sind das Hauptproblem. Die Ägypter und die Amazonen sind nicht mega weit voraus, aber die zwei haben irgendwie, ich weiß nicht wie, aber die haben irgendwie einen mega Vorsprung. Mayas, ja, Flottenstärke überwältigend, aber uns gegenüber empfänglich, warum auch immer. Mit wem sind die, ach, die sind in der Föderation, nee, die sind Rivalen. Wir haben ein Nicht-Angriffsversprechen, das könnten wir aber, ich glaube, das breche ich tatsächlich. Weil, oder? Soll ich das brechen? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, so viel für, so viel Einfluss für sowas rauszuhauen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn die uns den Krieg erklären, die sind in keiner Verfassung, hier irgendwie Macht zu projizieren. Überhaupt nicht. So, die können, also ich habe schon ein paar Kriege geführt auf solche Distanzen. Wenn man nicht irgendwo eine Basis hat, wo dann die Flotte hin zurückfallen kann, dann funktioniert das nicht. Und die Mayas müssten halt erstmal hier entweder durch oder hier entweder durch. Also, oder? Gibt es hier irgendwo ein Wurmloch? Ja, kann sein, dass sie höchstens das... Wo ist ein Wissenschaftsschiff? Ach, ich kann das nicht erkunden. Habe ich offene Grenzen mit... Nein. Ich habe tatsächlich offene... Ja, offene Grenzen zu den Mayas, aber nicht zu den Asiaten, nicht zu den Amazonen. Und zumindest nicht zu den Ägyptern, deshalb kann er hier nicht durch. Was ist mit Subraumnavigation? Habe ich das inzwischen? Flottenhaltung darf nicht ausweichend sein. Dann pass mal auf. Ich will wissen, wohin dieses Wurmloch führt. Meine Frage wäre jetzt, haben wir irgendwo eine Wachmatrix? Nee, die Wachmatrix ist fertig. Bauen wir doch gerade irgendwo eine andere Megastruktur oder könnten wir schon mit dem Bau des nächsten... Genau, das Schiff habe ich schon hier rüber geschickt, damit er sich das hier schnappt. Könnten wir schon mit dem Bau des Wissenschaftsnexus beginnen. Ich gehe mal auf normale Geschwindigkeit. Ach ja, und eine Rivalität wollte ich noch erklären. Mit den Mayas ging das nicht. Mit denen hatten wir nicht schon. Rivalität Ägypter, so. Das gibt nochmal einen halben Punkt Einfluss. Hulks vivisected. Okay, ja, die Mayas haben gerade mir die Entscheidung abgenommen, ob sie das Nicht-Angriffsversprechen brechen wollen oder nicht. Ich hoffe nur, dass sie nicht die Grenzen schließen. Aber das werden sie bestimmt tun. Ich habe auch vorhin festgestellt, wir haben Zanam hier. Eine Gaia-Welt der größeren Ordnung 25. Und die Wächter könnten sie theoretisch sogar besiegen. Ich möchte aber die gerade mal erforschen. Wo sind... Das waren die... Die Dalet-Aliens, genau. Aber die habe ich hier gar nicht, ne? Nee. Habe ich hier nicht. Ich kann die nicht erforschen. Ja gut, würde eh nicht viel bei rumkommen. Ich komme auch gar nicht in die Ecke dahin. Wie sieht's mit dem Ätherdrachen aus? Was sagen die Kuratoren? Wie würde ich mich schlagen?
Könnten wir einen eurer Wissenschaftler nur 500.000? Ja, bitte. Elto-Forschungsunterstützung. Ich glaube, da wird die Unterstützung. Wir brauchen da sowieso das Geld. Aber die Unterstützung wäre bei Einigkeit wichtiger. Epsilon Iridani. So, wie sieht's hier aus? Kann ich das fertig bauen? Ja. Dann mach auch. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Energie. Hieraus würde ich gerne Ökonomie-Opolis machen. Deshalb möchte ich, ehrlich gesagt, hier gar nicht so viel rein investieren. Andererseits dauert das wahrscheinlich noch ewig, bis wir in irgendeiner Position sind, daraus eine Ekominopolis zu machen. Jobs, was ist hier verfügbar? Handwerker, Metallurgen. Ein paar Distrikte hätten wir noch und die müssten, glaube ich, in die Gießereien reingehen. Hier war vorhin noch Kriminalität, deshalb habe ich extra die hier in Auftrag gegeben. Wo war ich nochmal? Ach ja, genau. Das hier. Ansonsten, das ist... Wir haben zu wenig Einfluss. Viel zu wenig. Aber plus 7 ist eigentlich schon ziemlich gut. Pionierkorps. Dann... Seewiel-Unternehmen, Robotermontageanlagen. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Kinetische Batterie. Megakanone. Das ist okay. So, der hier wird wahrscheinlich auch bald fertig. Habe ich noch irgendwo ein Sternentor in Auftrag gegeben? Hier wäre ja eigentlich sinnvoll, weil hier das Wurmloch ist. Und hier auch. So, ich wollte wissen, wie es sich mit dem Aether Drake verhält. Mysterien des Universums, Ätherdrache. Ihr habt eine mächtige Flotte, die mit den größten Armadas in den Annalen des Kuratorordens verglichen werden kann. Ein Sieg ist für euch gewiss möglich. Okay. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich meine, ich habe 3 Flotten, aber die haben zum Teil richtig eingesteckt. Und im Moment sind mir die Sterntore wesentlich wichtiger, als die Flotte wieder in Stand zu kriegen. Ich rechne nicht mit einem Angriff der Asiaten, weil das Pazifisten sind. Ihr schmutzigen Was? Was habt ihr jetzt schon wieder? Grenzkonflikte, Bombardierungsrichtlinie, Xenophobie. Oh Mann. Hulks vivisected. Construction complete. So, dann baue ich hier mal die Bergbaustation. Hier sind Gase. Technology secure. Die Gase sind eigentlich, würde ich zu gerne behalten. Aber ich möchte das ganze Gebiet eigentlich hier meinem Vasallen geben, damit der sich besser schlägt. Technology secured. Sprungantriebreise und Sprungantriebe. 0 leere Strahl. Okay. Das ist eine seltene Technologie. Würde schnell gehen. Und da haben wir schon die wiederholbaren Forschungen. Transgene Feldfrüchte. Paradieskuppel. Befehlslimit. Militärakademie wäre an sich auch gut. Das dauert 76 Monate. Das hier dauert 14, dann nehmen wir das. Der ist auch fast fertig. Ich brauche aber unbedingt wieder Energie. Das Ding ist, dadurch, dass die KI die ganze Zeit ihre Boni bekommt, flutet die halt irgendwann den Markt. 25.000, 43.000 kann ich haben, okay. So, dann bauen wir nämlich auch das. Hulks vivisected.
Wir müssten halt unbedingt eine Verbindung hierhin haben. So, Klasse 1, du bist ein Kreuzer. Wem fehlt ein Kreuzer? Hier fehlt niemandem ein Kreuzer. Dann frage ich mich, was es mit dir auf sich hat. So. Du brauchst noch ein paar Jahre. Du brauchst hier gar nicht zu sein. Du auch nicht. Da eine Zitadelle wäre eigentlich sinnvoll, da es im Moment unsere Grenze ist. Kann ich? Nein, ich kann hier... Ich habe hier so viel dunkle Materie, aber ich kann leider sie noch nicht abzapfen. Technology secured. Führende Gefechtssimulation, gefährliche Technologie. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf eine Rebellion. Hyperschilde wären gut für die Sternenbasen. Produktion und Forschungsstationen. Einmal das. Unser nächster Aufstiegsvorteil wird übrigens Gaia-Terraformation. Aber ich weiß noch nicht, welcher Planet eignet sich denn? Das ist eine 10er. Wir haben schon wieder keine Konsumgüter. Wir haben auch nicht mehr groß etwas, was man verticken könnte. Wo haben wir denn mal überschüssige... Also wo haben wir denn mal Jobs frei? Hier. Das hier ist... Hier könnten wir zumindest Nahrung anbauen. 1, 2, 3, 4. Und dann machst du das auch weg. Dann können wir ein paar umsiedeln. Welcher Planet war das jetzt? Hallo? Wo habe ich denn jetzt gerade die... Da, auf Faunus. Dann einmal... Wo ist Faunus? Da ist Faunus. So, hier habe ich... Was hatte ich hier vor? Ach, das ist die Festung. Ja, dann... Brauchen wir hier auch Bollwerke? Konsumgüter habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele. Was? Was habt ihr jetzt auf einmal? Ich dachte, wir wären Freunde. Construction complete. Also irgendwie... Ja, die Trojaner haben es auch im Moment nicht so. Die sind in jeder Hinsicht erbärmlich. So, hier würde ich gerne die Stelle freihalten, falls wir doch noch irgendwann eine... Hier, wie heißt sie? Wo ist es? Mega-Kunsteinrichtung, interstellare Versammlung, aber ich habe eigentlich nicht so wirklich Lust auf Diplomatie. Aber die müsste halt im, hier in dem System sein, sonst funktioniert sie nicht. Disruptor, ja, komm. Disruptoren wären vielleicht ganz gut. Habitat. Forschungsnexus. 145 Einfluss und 3000 Legierungen. Einfach nur für die Baustelle. Das ist eine Alpinwelt. Terraformieren. Nicht billig. Pass auf, wir bauen mal zwei von... Wir können uns das gar nicht leisten. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Mineralien. Wo können wir noch Mineralien abbauen? Construction complete. Hier auf Elysium. Zwar nicht mega viele,
Korrupte Verwaltung auf der Forschungsstation. Was haben wir denn hier? Geheime Weltraumeinrichtung, Zufriedenheitswertung, aber korrupte Verwaltung. Hatte ich hier nicht. Moment. Construction complete. Habe ich hier nicht den. Technology secure. Mit Verbrecherbossen verhandeln. Ja. Bitteschön. Bewohnbarkeit, Befehlslimit, Anführerlebensdauer, Megaplexe, Kulturerbestätte sind mir eigentlich alle ziemlich egal. Was verbraucht hier eigentlich die ganze Zeit die Konsumgüter? Gibt's hier irgendwas mit... Das ist nicht so. 65% ist jetzt auch nicht so unglaublich. Technology secured. Das auch nicht. Also Gaia-Terraformation würde das hoffentlich ein bisschen verbessern, aber das würde ich gerne vorher machen, bevor ich da irgendeine Kolonie hinknalle. Barrierepunktverteidigung. Kosten für Gebäude und Ionendisruptor. Dann nehmen wir das. Andere Frage. Kann ich hier ein Sterntor bauen? Habe ich dafür schon? Genau. 100 Einfluss. Wirtschaftspakt mit dem dunklen Volk. Ja, warum nicht? Nicht-Angriffsversprechen. Mit wem habe ich denn noch ein Nicht-Angriffsversprechen? Mit euch? Ja, habe ich tatsächlich. Ich könnte eine Rivalität erklären. Ruhestand, Unterhalt. Das ist besser. Meine andere Frage. Wie sieht's mit unserem... Technology secured. Habe ich hier inzwischen... Nee. Ich habe noch nicht das, was ich hierfür haben möchte. Megakanone. Gibt's hier vielleicht auch die Bogenemitter? Baugeschwindigkeitszerstörer bringt uns jetzt auch nichts mehr. Kreuzer, Quantenraketen, Flakartillerie. Komm, dann nehmen wir die, das geht schnell. Dann haben wir gleich wieder eine neue Auswahl. Technology secured. Anvisierte Genexpressionen, ja, die werden wir später auf jeden Fall brauchen. So, genau, die haben jetzt auch, die haben jetzt Sprungantriebe. Dann tun wir das auch. Aber einmal den Artillerie. Stimmt, wir haben jetzt auch die hier. Wir haben jetzt die Gausskanonen. Die sollte man vielleicht auch mal benutzen. So, die restlichen Schiffe brauchen das auch, weil sonst nicht die ganze Flotte springen kann. Receiving communications. Nicht Angriffsversprechen. Auch ernsthaft? Jetzt wollt ihr auf einmal nicht Angriffsversprechen. Was habt ihr eigentlich? Fortschrittliche Nachbrenner. Das enigmatische Tor. Das ist tatsächlich gut, wegen der exotischen Rohstoffe. Wenn wir den besiegen könnten, wäre das natürlich auch total praktisch. Du bist auch in einem Jahr wieder da. Wie lange braucht das Sternentor hier drüben noch? Ist bald fertig. Ionendisruptor, Phasendisruptor.
Construction complete. So, wo werden noch Jobs gebraucht? Du hast nicht genügend Wohnungen. Das kann man aber ändern. Ihr habt ein richtiges Problem mit Polizei. Zwei Jobs sind verfügbar. Vollstrecker. Ja, ach ja, das war das hier. Ja. Ich weiß warum. Dann einmal rüber. Dann haben wir hier nämlich auch das nicht mehr. Und einmal das. Dann haben wir auch hoffentlich bald kein Mineralienproblem mehr. Construction complete. Wer bist du? 56%. Technology secured. Das ist okay. Produktion, Bergbaustation machen wir direkt nochmal. So, das Sterntor ist fertig. Wie lange braucht das hier noch? In einem halben Jahr. Und dann machst du mit... Wo ist es? Moment, der braucht 300, ne? Forschungsnächstes Jahr. Dann dauert das noch ein bisschen. Dann kannst du aber schon mal deine Schiffe aufwerten. Construction complete. Und dann bauen wir hier eine Titanwerft. Wir können sowieso nur zwei Titanen haben. Das ist ein bisschen ungünstig. Wenn man drei Flotten besitzt. Oder sollen wir vielleicht die erste und zweite Kohorte einfach kombinieren? Ich meine, wir haben jetzt das Kommandolimit, um das zu tun. Das ist vielleicht tatsächlich die bessere Entscheidung. Entscheidung. Zwei Flotten, zwei Titanen. Technology secured. Bewohnbarkeit auf toten Welten, Flottenkapazität. Befehlslimit. Nehme ich lieber das. Befehlslimit haben wir im Moment genug. So, das ist auch fertig. Dadurch verlaufen jetzt einige unserer Handelsrouten anders. Construction complete. Ist aber eigentlich immer besser so, wenn das über ein Sternentor direkt zur Hauptstadt kann, weil dann keine Piraterie stattfindet. Vessels upgraded. 97%. Unbekanntes Signal. Im Nolion-System, oh nein. Oh nein. Wo ist das? Direkt hier? Bitte finde raus, wo das Wurmloch hinführt. Ich habe eine ganz miese Ahnung. So, ach, okay, du gehst dahin. Alles klar, ja, da kann... Ah, okay. Okay, ich weiß, was los ist. Ich weiß, was los ist. Wir müssen in das System nicht rein. Ach, ihr habt keine Sternentore hier, ne? Okay, dann müsst ihr einmal wieder den langen Weg zurücknehmen. Strukturelle Integrität, Autokanone. Rumpfstärke, Korvetten. Ich habe für einen Moment echt einen Schreck gekriegt und dachte, die Krise kommt schon.
Meine, die wird auch noch mal ein bisschen alles hier auseinanderreißen. Vielleicht zu unserem Gunsten. Und ich glaube, solange die Krise läuft, kann auch das Spiel halt, also offiziell findet dann kein Sieg statt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, jetzt wo das halt dieses feste Datum hat. Aber vorher war es auf jeden Fall so. Das heißt, es könnte uns auch noch mal die Zeit geben. Ich wollte das Spiel eigentlich nicht so lange ziehen, aber letztendlich ist es jetzt doch so. Construction complete. Und vor allem sehe ich gerade, da stimmt was nicht in der Aufnahme links. Das gucke ich mir mal ganz kurz an. Okay, da war wohl doch nichts. Also können wir auch weitermachen. Ich hatte nur so ein komisches Gefühl, weil auf einmal wieder ein konstanter Ausschlag auf dem Pegel war. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass da ein Rauschen ist. Also ein stärkeres als sonst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Mikrofon mal gewartet werden müsste, beziehungsweise mal ausgetauscht werden müsste. So waren wir. Wir hatten die Flotte aufgerüstet, die eine, genau. Dann können jetzt die hier das gleiche tun. Und sich damit der anderen verbinden. Und wir haben genug Einfluss für den Forschungsnexus. Du kannst von mir aus dich... Ist eigentlich egal, ne? Wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir das auch halbwegs durchpowern. Genau, und das Sternentor, das müssen wir möglichst schnell gebaut kriegen. Aber ich glaube, das können wir auch tun. Die Frage ist, brauchen wir groß mehr an Sternentoren? Wir bräuchten eigentlich eins im Rana-System. Also da wäre es mir wichtig. Weil da das Wurmloch ist. Deshalb müssten wir da schnell reagieren können. Darauf habe ich gewartet. Das heißt, wir müssen unsere Flotten vielleicht nochmal umrüsten. So, einmal das hier. Oh, die Ägypter wollen das System hier und haben eine Flotte hier. Muss mir das jetzt gefallen? 17.000, 15.000. Okay, pass auf, du ziehst dich zurück. Wie lange hält der Waffenstillstand noch? Ach, bis der Waffenstillstand abläuft, ist das Sternentor fertig und dann kann ich die direkt dahin ziehen. Also ich würde es gerne sehen, wie sie es versuchen. Ich habe nur leider noch nicht die Möglichkeit, hier groß Ansprüche zu stellen. Das ist etwas schade. Vessels upgraded. Vor allem, ich merke gerade, das System hier, da muss ich das sogar behalten. Weil wenn ich das abgebe, also entweder das oder das, die sind halt, da muss man unbedingt durch. Und ich kann halt nur Systeme abgeben, die direkt an das Gebiet des Empfängers angrenzen. Was ist auf Limes? Gebt ihnen mehr Leistungen. Was ist hier los? Was braucht ihr? Das, das und noch etwas. Genkliniken, Forschungslabore. Das Monument wäre vielleicht was, aber ich bin sehr knickrig, was Konsumgüter angeht. Construction complete. Kann ich irgendwas optimieren, was Einfluss angeht? Extranationale Autorität haben wir inzwischen. Leviathan töten ist okay.
Wissenschaft ohne Grenzen. Da wir keine Forschungsabkommen haben. Construction complete. Ja, weil uns andere Reiche technologisch überlegen sind. Mögen uns die Wissenschaftler, also die Materialisten, mögen uns auch nicht besonders. Das ist ungünstig, aber ist halt so. Zusammenfassen. Und dann machen wir hier raus die erste Legion. Und daraus die zweite Legion. Dann kannst du nämlich gleich das Sternentor bauen. Was sagt der Flottenmanager? Das sieht okay aus. 40.000 kombiniert. Sagt er, wenn wir das System übernehmen können, dann wäre das super, weil diese Gewalt hier ist richtig viel wert, was Rohstoffe angeht. Cybrex Alpha entwickelt sich weiter. Wir bräuchten unbedingt die Technologie, um Druck der Materie zu fördern. Auf einmal haben wir so mega viel an Mineralien, was ist da los? Ich meine, mir soll das recht sein,